Hallo und herzlich willkommen zu einem Insight und es geht um Guild Wars 2. Ich möchte eigentlich nur eine kurze Anmerkung machen, die mir eigentlich am Herzen liegt, weil ich ein paar Mal schon Guild Wars 2 gestreamt habe und halt die ein oder andere Frage kam, ob sich das lohnt und was es kostet und welche Klasse man nehmen soll etc. pp. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht, sondern ich möchte euch in erster Linie nur erzählen, dass die PAX East im Moment im Gange ist und auf dieser wird die Demo vom PvE-Modus von Heart of Thorns vorgestellt, beziehungsweise die Demo läuft den ganzen Tag auf dem Stream, offiziellen Stream von Guild Wars 2. Der Link ist hier, twitch.tv/guildwars2 zusammengeschrieben. Und in diesem Zusammenhang findet vom 6. bis zum 8. März eine Rabattaktion auf der Seite oder im Shop von ArenaNet statt. Und ihr bekommt 75% Rabatt auf Guild Wars 2. Für die digitale Edition, beziehungsweise die Digital Heroic Edition und die Digital Deluxe Edition. Die kosten momentan 39,99 beziehungsweise 59,99. Und wenn man 75% Rabatt abzieht, bezahlt ihr für die Digital Heroic Edition, das ist die normale mit dem Guild Wars 2 Spiel, die Vermächtnisrüstung, eine Mithril-Box und 10 Erfahrungsverstärkungen, bekommt ihr für 9,99 €, wenn man 75% halt von 39,99 € abzieht. Die Digital Deluxe Edition ist halt etwas mehr, aber dafür bekommt ihr auch ein bisschen mehr, aber ich finde, es muss nicht unbedingt sein, sondern die Digital Heroic Edition reicht vollkommen aus und für 9,99 € einen Wahnsinnsspielspaß von einer Größe, die echt Wahnsinn ist, ohne monatliche Kosten. Also wer jetzt noch weiß oder sich nicht zu, ja, wer noch am Zweifeln ist, ich glaube, dem sollte jetzt geholfen sein. Schlagt einfach zu. Wie gesagt, vom 6. bis zum 8. März. Die ganze Aktion fängt an um 15 Uhr am 6. März und geht bis 7.59 Uhr am 9. März. Ne? Alles klar? Ihr wisst Bescheid. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie in den Chat rein. Ansonsten lasst ein Abo da. Schaut auch gerne bei mir auf dem Streaming-Kanal vorbei, twitch.tv/xmöb. Dort streame ich auch zwischendurch mal Guild Wars 2. Und ansonsten, ich habe auch den ein oder anderen Guide bzw. Tutorial gemacht. Der ist vielleicht nicht mehr ganz so aktuell, aber er zeigt zumindest einen Überblick über das Spiel und vielleicht auch über die Klassen. Ich werde mal gucken und diese auch mal aktualisieren vielleicht, wenn da Bedarf besteht. Ansonsten, wie gesagt, 75% Rabattaktion ab dem 6. März, das ist ab morgen, auf Guild Wars 2. Sprich, 9,99 € würdet ihr für Guild Wars 2 bezahlen. Schlag zu, ich empfehle es euch nur. Danke für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Zuschauen. Ich bin raus, ciao, tschüss, bis demnächst.